Hallöchen und herzlich willkommen zum Busmechanik Fernbus-Simulator. Ja, wir wollten heute mal hier in diesen Vordersitz reinschauen. Wir müssen uns um dieses wunderschöne Prachtexemplar hier von dem roten Knipp Gurtfesthaltedingens kümmern. Nicht so wirklich. Ich habe versucht, lustig zu sein, aber anscheinend bin ich zu groß, um hier ordentlich stehen zu können. Ganz schön Mensch, ne? Ganz schön sauber hier. Und dafür, dass ich so viele Gäste hier drin habe. Oh, hier unten sitzen ja auch welche. Ist ja der Wahnsinn. Na hallo, gute Dame. Seid ihr denn alle noch da? Habt ihr denn alle euren Sitz? Was machen Sie denn da? Klimpern Sie auf der Fernbus-App rum oder was? Das hätten Sie mir doch gerade zeigen können. Ja, haben Sie mir einen Zettel gegeben oder? Ja, stecken Sie das Handy wieder weg, ist richtig. So, das machen das ja auch. Fernbus-App hier. Nee. Das ist ja der Hammer. So. Ich würde sagen, auf in Richtung Rostock. Und dann haben wir ein wenig Spaß. So. Ja, nach dieser etwas chaotischen Folge vor 2 Tagen habe ich mich dazu entschlossen, jetzt einfach nochmal eine ruhige Folge zu machen. Einfach knallhart hinterher und Beschleunigungsstreifen und so, ne? Ich habe gelernt, dass man auf dem Beschleunigungsstreifen auch fahren sollte, wenn man oder geradeaus fahren sollte, wenn man beschleunigt und neben einem ein Auto ist. Und wir sind ein Bus, also wir müssen mehr beschleunigen. Schneller. Na, ist aber hallo! Was geht hier denn ab mal wieder? Mann. Habt ihr den Blinker nicht gesehen, oder was? Super-Oils. Lecker-Schmecker, Super-Oils. Ob die auch für die Tankstellen zuständig sind? Wer weiß. Ja, vielleicht. Das sind bestimmt die arabischen Mafiosis hier. Die Ölmafiosis. So nach der Art, nach dem Motto. Einmal hin, alles drin. Oh! Meine Güte. So. So viel zum Thema. Ich fahre ordentlich dieses Mal. Was bremst du? Warum fährt der so lahm? Jetzt gibst du wieder Gas oder was? Was bist du denn für ein Pingel? Pingeldingel. Das kann ich nicht gutheißen. Hey, ich muss abfahren! Fehlverhalten. Was? Der Bus kippt nicht um. Das kann nicht wahr sein. Never ever kippt der Bus um. Was machen die denn hier? Der Bus kippt um. Was ist denn da vorne schon wieder los hier? Plopp, 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 plopp. Okay. Ich fahre nicht zu schnell. Ich fahre nicht. Hier ist ja nur 60 erlaubt. Ja. Das ist die einfache Geschichte von Hansestadt Hamburg. Wie ist keine Verfolgungsjagd? Ihr Revier ist die Autobahn. Ihr Tempo ist mörderisch. Ihre Gegner, Autoschieber, Mörder und Erpresser. Einsatz rund um die Uhr für die Männer von Cobra 11. Unsere Sicherheit ist ihr Job. Wir sind geblitzt worden. Ja. Das sind wir. Und die Ampel hier schon wieder, weißt du, ist wie in Berlin, wie in Leipzig. Überall sind die Ampeln 24 Stunden lang rot und nur 25 Millisekunden grün. Das kann nicht wahr sein hier. Da würde ich ja schon wieder fast schlafen gehen müssen. Ohne, dass ich die Videos überhaupt mal angefangen habe zu... Was ist denn hier los? Abgekürzt. Was ist denn hier für eine Ampel? Wer kommt denn auf so eine Idee, so eine Ampel hier hinzubauen? Also wirklich. So, wir sind dann auf dem letzten Weg. 249 Kilometer in Richtung Kiel.
In Deutschland gehört Rechtsfahrgebot. Das muss man ja schon mal sagen, ne? Die Landschaft sieht schon echt cool aus, so, ne? Bis auf, dass die Schriften zwischendurch immer mal wieder aufploppen, ist das schon ein sehr attraktives Spiel. Sie fahren zu schnell, Mama. Nein, tue ich nicht. Oh, ein Kollege, ich muss hin. Mir egal, ich ramme jetzt hier jeden weg. Aha! Ich muss meinen Kollegen finden. Ich muss ihn fragen, ob wir einen Kaffee trinken wollen. In Deutschland gehört Rechtsfahrgebot. Oh, was ist denn hier los? Die Geschwindigkeitsbegrenzung zwischendurch muss man nicht verstehen, ne? Also, eine andere Frage. Die machen da drüben die Autobahn. Haben die sich mal die Autobahn hier auf der Seite angeguckt? Also mit den FPS-Einbrüchen jetzt wahrscheinlich nicht, aber holy shit. Werte Fahrgäste, aufgrund technischer Fehler werde ich jetzt die Ansage nochmal abspielen und wir machen hier eine klitzekleine Pause und wir sehen uns dann gleich wieder, würde ich fast behaupten. So. Warte mal, nee, das mach mal anders. Habe ich gehört. So, aufgrund der gesetzlichen Vorschriften machen wir jetzt eine kurze Kaffeepause. Bis gleich. So, Frau Schade. Sie sind also da. So, was ist denn mit dem Herr Hen? Und hier mit dem Herr Eisner oder ähnlich? Hey, Frau Hahn, Ihr Mann sitzt doch da hinten. Okay, Frau Hahn, Frau Wolf, Frau Held. Herr Kaufmann, ich kann diese blöde Tür nicht zumachen. Warum kann ich... Okay, kontrolliert. Dieses Kontrollieren ist sehr anstrengend. So, Handbremse raus. Wir müssen weiter, bevor es dunkel wird. Mama hat nämlich mir nicht erlaubt, lange draußen zu bleiben. Wie mache ich denn normales Licht an? Warum mache ich denn hier Fernlicht an? Ich fahre jetzt mit Fernlicht, ist mir auch egal. Ich muss ja nicht entgegen mir fahren. Also das sieht schon echt cool aus, ne? Also muss man ja schon mal so gesagt haben, ne? Also während ich hier zweispurig fahre. Heilige Makrele. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Oh mein Gott, ich möchte unbedingt hier mit Screenshots machen, aber ich kann nicht. Nein, ich kann das einfach nicht. Das sieht schon unfassbar geil aus. Kollege! Das sah vielleicht ziemlich falsch aus. Wie macht man denn das Licht an? Voilà. Oh ja, so fahre ich jetzt. Ah, ich hab's gefunden. Gleich kippt der Bus noch um. Quatsch. Fahrlicht, Fahrgastlicht. Leselampenfreigabe. Was? Hoppa. Tja, der Weg nach Kiel ist schon sehr lange, ne, meine Freunde? Ihr habt es euch ausgesucht. Die Mirrorcams, die haben aber auch eine Bildwiederholrate des Todes, ne? Also. Schön aufblitzen. Was war denn? Da war eine Motorhaube. Sehr krass, um ehrlich zu sein. Also, das habe ich auch schon. Ich wurde schon wieder geblitzt. Hör mal, du darfst jetzt wieder 100 fahren, weil du Langeweile hast. Na, Römisch. So, hier. Ein bisschen Mixer und so, wa? Ist doch richtig schön hier. So, jetzt mal hier ein bisschen. Mein Schuss ist immer gut. Wenn ich jetzt in diesen LKW hier vorne reinrase, ne? Warum habe ich kein Tempomat mehr an? Wenn ich jetzt in den LKW hier vorne reinrase, ne? Das wird bestimmt lustig. Inferno! Da können wir gleich Notruf 112 spielen. Mensch, das ist ja hier richtig gut. Mensch, dieses Geblinke hier im... Was ist das denn? Das nervt tierisch. Die Bildwiederholrate der Miro-Camps in der Nacht ist ja noch atemberaubender, Mensch. Boah, diese Autobahn hier in Richtung Norden, ne? Also,
in Richtung Kiel. Hier hätten sie ruhig mal ein bisschen modernisieren können hier. Klingt ja mal abartig. Ampel! Gott, Lenkrad ab! Das ist ein Bus und kein Hochseeboot im Sturm. Oh, ein schöner Halbmond. Um genau zu sein, ein zunehmender Mond. Wunderschön. Nee, ein abnehmender Mond. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Ein Mond auf jeden Fall. Boah, dieses Wie! Meine Fresse hier. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Labiton X. Ciao. Mit V.
passieren? Wie konnte das jetzt passieren? Jetzt dieses Polizeigeräusch her. Komisch. Wollte ich extra rechts ranfahren, ne? Und die sind nicht an mir vorbeigefahren. Wahrscheinlich stehen sie jetzt hinter mir. Ist mir egal. Mir fällt gerade so auf. Durch die Mirocams habe ich gar nicht mehr hier so. Schon wieder ein View! Wo denn? Ich sehe es nicht. Mach doch mal die Funzel an, damit ich das sehe. Ich höre die ganze Zeit nur View. Ja, es gibt kein Klo mehr, ne? Nicht so wie ich fahre. Schon wieder diese Ampel, ne? Es ist schon wieder so eine etwas eventuell, also uncoole Ampel. Moment, ich hab doch. Ich verstehe es nicht. Also mit dem Rückleuchten, wenn man Licht an hat, verstehe ich nicht. Ist mir egal, egal. Ist mir egal, egal. Ja, richtig. Da muss man sich mal ein Beispiel nehmen, ne? Niemand war jemals so pünktlich wie ich. Ich bin Gott. Ich bin einfach Gott. Hier, können wir alle aussteigen hier. Hier, ich mache euch sogar noch diese Tür auf. Das ist schon hier, so ganz schön gepünktlich.
Mann. Ja.